komm doch mal her, komm doch mal her. Wir tun doch keinem was. Komm doch mal her. Wir sind genau froh über solche Menschen, wenn du was sagst. Aber du musst dich beleidigen wollen, das tun wir auch nicht. Du darfst dann, ey, komm her, komm her. Sei mal bitte leise. So, hier bin ich, hier bin ich. Grüß dich. Robert. Lothar. Ja, ich finde das ja schön, dass ihr demokratische Rechte behandelt. Vor allem bin ich von jemandem betitelt worden, ich glaube, ich sehe ihn da gerade, als McDonald's Antifa. Warum wird man gleich so persönlich? Jetzt heißt es hier, wir würden beleidigen. Warum werde ich beleidigt? Da habe ich noch kein böses Wort gesagt. Nicht. Ja, aber das ist scheiße, ja. Sei mal bitte leise. Lass den Mann reden. Gib ihm den Respekt. Gib ihm den Respekt zu reden. Bitte, gib ihm den Respekt. Ja, vielleicht möchte derjenige sich entschuldigen, der vorhin zu mir ohne Grund, ohne dass ich vorher irgendwas beleidigend gesagt habe oder Stinkefinger gezeigt habe davor, gesagt hat, jemand mit kurzer Tarnhose und hat mir, ich habe ihn auch gerade gesehen, ich meine, ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis, aber wer könnte ja so mutig sein und sich dafür entschuldigen. Ich würde mich auch entschuldigen für meine Entgegnung, die ich dann zu ihm gemacht habe. Ich habe zu ihm dann, das kann ich hier sagen, ich weiß nicht, ob das ist, ich habe ihn dann, weil er zu mir McDonald's Antifa gesagt hat, habe ich zu ihm gesagt, Nazi-Schwurbler und ne? Ich weiß nicht, ob er Nazi ist, aber er weiß auch gar nicht, ob ich Antifa bin, von daher. Jetzt mal, jetzt sage ich dir was. Weißt du, was ich jetzt gerade ganz toll finde? Dass du dich hier hinstellst und das sagst. Das zeigt Respekt und Mut. Ich habe auch mitgekriegt, dass du mich beleidigt warst. Weißt du was? Das ist gar nicht schlimm. Wenn ich irgendjemand beleidigt haben sollte, dann entschuldige ich mich dafür. Ich entschuldige mich auch für den Nazi-Schwurbler, weil ich nicht weiß, ob er Nazi ist. Ich weiß nicht, ob er schwurbelt. Ja, aber siehst du, guck mal. Ich weiß auch nicht, ob er lieber zum Burger King geht oder ohne. Lothar, pass auf. Das ist doch das Problem der Gesellschaft. Das ist genau das Problem, was wir haben. Verstehst du? So, und dieses Problem, diese Spaltung, die da jetzt gerade ist, die wollen wir lösen. Wir wollen sagen, guck mal, wir sind hier, wir sind viele, wir wollen Frieden. Verstehst du? Wir wollen Menschen wie dich erreichen und dir sagen, du dazu, wir sind gar nicht böse mit dir. Du bist kein schlechter Mensch, auch wenn du geimpft bist oder nicht geimpft bist. Die in meiner Familie sind ja auch keine schlechten Menschen. Da habe ich auch Impfgegner, da habe ich Leute, die unter Corona gelitten haben. Ich habe es auch, weiß ich mal, wo zu Besuch war. Da hatte ich morgens um 6 Uhr im Schwarzwald. Da hat es über mir richtig gepoltert, einen riesen Schreck gekriegt. Da war es ein fitter, also 50 Jahre, halte ich noch für relativ jung, fitter, sportlicher Mann, der immer joggt und so, der ist von seiner Corona-Krankheit umgekehrt. Und das hat mir auch zu denken gegeben. Das muss man auch mal sagen. Ja. Hallo. Bravo, hat er recht. So, aber ich danke dir was. Das ist jetzt wieder mal seine Erfahrung. So, und aus Erfahrung wird man ja klug. Man denkt ja darüber nach, so wie du ja gerade gesagt hast, so der Corona und zack, zack, zack. So, jetzt muss man ja ganz klar sagen, Corona ist ja eine Erkältung. Der erste Virus war... Erkältung ist was anderes für mich. Eine Grippe. Eine schwere Grippe. So, ich habe Corona gehabt. So, und mir ging es echt übel. Du hast recht. Mir ging es echt übel. Ich habe echt gezittert, gefroren. Ich habe es aber echt gut überstanden. Meine Frau hat auch ein bisschen gehabt, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Ja? Meine Mutter. 81. Okay, in Endphase, also Dauerstoff und so in der Nase. Hat Corona gehabt, wie sie das gehabt hat. Die hat eine Erkältung gehabt. Gute Schotter machen. Ja, das ist schön. Ich kann dir jetzt noch eine Story erzählen. Eine Story in Anführungszeichen. Das sind meine Nachbarn gewesen. Die sind da hinten. Da könnt ihr auch hin und die fragen, wenn die da zu breit sind. Da ist die, die sind aus der Türkei zurückgekommen, eine türkische Familie. Da ist die Oma gestorben. Gut, die war schon über 80 oder so. Das kann auch sein, dass sie in einer normalen Grippe gestorben wäre. Ne? Aber die ist an Corona gestorben oder mit Corona, wie ihr das immer halten wollt. Ne? Also, von daher immer nur so Erkältung oder so. Mein Schwiegersohn ist auch der Meinung, das ist eine Erkältung. Aber ihr müsst auch akzeptieren, dass andere das schon ein bisschen gravierender sehen. Ne? Und wenn man die Zahlen sieht, okay, er sagt wieder, dass Statisten können gefälscht sein, nein oder so, mach er sein. Ne? Aber wenn man sich die Auswirkung ansieht und weiß ich nicht, nimmt man das alles so leichtfertig nehmen sollte. Oder hier Jana aus Kassel dann sich mit Sophie Scholl vergleichen hier in Hannover. Solche Dinge, da müsst ihr euch selber auch von distanzieren. Da müsst ihr sagen, das geht nicht, das kann man nicht machen. Dann seid ihr glaubwürdig. Erstmal ganz kurz. Lothar, ganz ehrlich, danke. Danke, dass du das gemacht hast, weil
Solche Menschen, ne, geben mir auch den Glauben zurück, dass es noch zum Besseren sich drehen kann. Auch wenn du andere Meinungen hast. Vollkommen richtig. Haben wir die Meinung der Andersdenkenden ist genau die Meinung, die du ertragen musst und die wir ertragen müssen. Ganz und genau. Dafür danke ich dir. Super. Ja. Und danke schön, Lothar. Weißt du, was du gerade hast uns Kraft gegeben. Ganz viel Kraft, allen Menschen hier. Und jetzt überlege, wie die Situation entstanden ist. Durch einer, den du weißt, der dich beleidigt hat. Du hast auch beleidigt, das ist eine normale Reaktion. Geben und nehmen. Normal. Ganz normal. Wenn du frech bist, bin ich frech. So, betrittst du mir mit Respekt davor, dann gehe ich auch mit Respekt vor dir. So, ich habe dir Respekt gegeben und gesagt, komm her, ich bin Robert, der hat mich vorgestellt. Ja, so. Und ich freue mich, vielleicht denkst du jetzt drüber nach und guckst auch mal einen vernünftigen Forum und guckst mal, was da so steht. Ja, ich will dich nicht überzeugen, eine andere Meinung zu haben. Aber ich will dir über den Tellerrand hinaus zeigen, dass es auch noch eine andere Welt gibt. Die ausgestreckte Hand nehme ich entgegen. Und symbolisch für die ausgestreckte Hand. Als Angebot an denjenigen, der vorhin als McDonalds Antifa bezeichnet hat. Der kann gerne herkommen und Bier mit mir trinken und darüber noch mal reden. Bin ich alle Verpixeln oder so. Weil es gibt in meiner Familie solche und solche. Ne? Okay, danke. Naja, McDonalds-Dinge habe ich schon auf mich bezogen, weil ich ja ein bisschen sichtbar ein bisschen Probleme habe. Wie er auch. Ich würde sagen, und zwar für beide. Ja, super, dass man so jetzt hier in Deutschland spitzenmäßig, so muss das sein. Das ist Demokratie! Und ich habe eine Meinungsäußerung! Wo geht Demokratie? Man muss doch an der Meinung abgeziehen! Ich habe zu meiner Tochter gesagt, sie soll sich verfälscht. Und nicht pöbeln und beleidigen. Ich will auch mal was sagen am Telefon. Das kann er hören. Komm her! Können gerne kommen! Auf eine vernünftige Art und Weise! Kannst du gerne.